Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight Saison der Bösartigkeiten. Ihr seht schon ein neues Kostüm, das ist jetzt Batman Noel. Und das ist die Batman-Variante von der klassischen Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Ihr kennt die alle, jeder kennt die. Und zwar mit den Geistern aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Noel, also N-O-E-L, ist halt die Variante mit Batman. Das habe ich, glaube ich, auch unten verlinkt, weil ich den Comic super geil fand. Der hat richtig Laune gemacht. Und ja, wir machen jetzt mal weiter. Das ist nur dazu kurz. Sir, ich empfange das Notrufsignal eines gestrandeten Frachtschiffs. Ich versuche, Funkkontakt herzustellen, aber die Interferenzen sind zu stark. Schick mir die Koordinaten. Ich sehe es mir an. Deine Maske nicht abnehmen sollen. Jetzt deine Maske nicht abnehmen sollen. Finde ich aber auch geil, oder? Also das ist schon optisch ziemlich geil. Vielleicht haben einige von euch, das ist hier und da mal echt rumgeschwirrt, das Bild. Vielleicht haben einige von euch mal das gesehen, wie der Joker Batman auf dem Friedhof schleift, hinter sich her schleift. Das ist zum Beispiel aus dem Comic, das Bild. Sehr geil, also wirklich kann ich nur empfehlen. So, und jetzt haben wir hier auch nochmal natürlich noch einen anderen Skin. Und wer kann mir sagen, aus welchem Bereich, Film, Serie das hier ist, ne? Exakt. Das ist aus dem nächsten Batman-Film. Batman vs. Superman. Ja. Man merkt so auch die Nolan-Batman-Filme und jetzt auch dieses hier. Alles hört sich ziemlich brachial an, auf jeden Fall. Ja, dann geht doch einfach mal weg, ihr Pissbacken. Geht es echt so in das Rustikale, oder? Also vom Design her, das sieht ziemlich komm mir nicht in die Quere mäßig aus. Ah, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Das ist ja jetzt ein Witz, oder? Weißt du, was das denn mit Autos macht? Ich will's nicht herausfinden. Geiles Teil, vielleicht haben ja auch einige von euch die Szenen gesehen, wo für Suicide Squad die Szenen aufgenommen worden sind, wo der Joker durch die Gegend fährt, durch die Straße fährt mit seinem, oh, was war das für ein Auto? Das habe ich mir letztes erst für Need for Speed extra durchgelesen, was das für ein Auto ist. Irgendeine nicht so große Marke. Teure zwar, glaube ich, aber nicht große, jetzt nicht irgendwie Lambo oder sowas. Ist er ja mit seinem lila Metallic-Wagen, pink-mäßigen, durch die Straßen gefahren und wurde dann verfolgt von dem. Sehr geil. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Gibt es da so Fanaufnahmen. Ist ganz geil. Eigentlich wirklich das echte Batmobil durch die Straßen fahren zu sehen. Das ist sehr nice. Aber das Geilste natürlich an dem Video, an der Szene ist... Na Leute, Jungs, was ist das Geilste an der Szene? Enttäuscht mich doch nicht, bitte. Ihr wisst es. Fängt mit H an und endet mit N. Weiß nicht, soll ich es auflösen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jeder kann sich das denken. Harley Quinn natürlich. Natürlich. Ja, würde ich nicht nein sagen. Die sieht ziemlich knackig aus. Hilfe, ich stürz ab! Helikoptermann! Whee! Wie soll ich denn das da rüber schaffen, Leute? Jetzt mal ohne Witz. Von da drüben vielleicht da rüberziehen oder was? Oder so, ja. Machen wir es so. Bin ich ja auch mal gespannt. Ich weiß, es wäre weit hergeholt, Gothams Klima als mild zu bezeichnen, aber Eisberge. Es liegt nicht am Wetter, Alfred. Das hatte ich befürchtet. Abgesehen von der Kälte befindet sich noch ein Haufen Milizsoldaten. Ja, sorry, Alfred. Warte mal, nimmt. Was war denn das nochmal? Das ist halt das Problem, wenn du schon länger aus dem Spiel raus bist. Hacking, ich habe das Gefühl, sie werden ihre Anwesenheit nicht gutheißen. Ich überzeuge sie. Scheint, als hätten wir Wachdienst, Jungs. Er ist über uns. Ah, shit. Ja, siehst du, das meine ich. Vollkommen verpeilt jetzt. Vollkommen verpeilt. Das meine ich. Das ist einfach... Normalerweise... Was mache ich denn schon wieder? Normalerweise wäre das jetzt nicht passiert unbedingt bei mir.
Bin ja jetzt kein Profi-Zocker oder sowas, aber... Stirbst du mal jetzt? Oder gehst K.O. besser gesagt? Ich klemm fest mal wieder. Ruhig bleiben jetzt hier. So. Ja, wie gesagt, ich bin absolut kein Profi oder sowas in Sachen Zocken, aber besser als einige, was ich hier, einige Sachen, die ich hier abgeliefert habe, denke ich auf jeden Fall. Aber es ist halt immer Gewöhnungssache, ne? Aber wir kriegen auch das hin. Und hey, ich habe Bloodborne durchgezockt, Dark Souls durchgezockt, das ist Batman ein Kinderspiel. Ey, was war das denn für ein Ruckler jetzt hier? Mach keine Scheiße hier, okay? Alter, wie viele sind denn das noch? Woher soll ich das wissen? Kein Anzeichen für einen Kampf, jemand hat dich angeschlichen. Ganz plötzlich konnte ich nicht mehr atmen und bin ohnmächtig geworden. Ganz plötzlich konnte ich nicht mehr atmen und bin ohnmächtig geworden. Nein, wirklich? Erzähl mir doch mehr, wenn du möchtest. Ist das so, ja? War das der Typ? Ich glaube, das war sogar der Typ, wo man... Nee, war das nicht. Wer von dem ist denn das? Der da, wa? Der in Weiß ist, glaube ich, derjenige, der mich die ganze Zeit hier ortet. Wie machen wir das denn? Ist da hier jemand? Alter, wie viele Leute sind das? Das ist doch nicht mal normal. Ey, warum ruckelt es teilweise? Was ist denn das? Das ist uncool. Das kenne ich gar nicht von Batman. Er ist weg. Sieht euch nach Verletzten um. War das derjenige jetzt? Ich war hier drüben mit Sunny. Robin, Sunny. Wo befindet ihr euch? Auf dem Vorderdeck. Ich komme. Aus dem Weg. Ah, natürlich ist er unten lang gegangen, du Sacknase, du. Ja. Also, warte mal, da drin ist ein Geschütz, da gehe ich natürlich nicht rein. Da sind gefühlt 5 Leute oder so, 4-5 Leute. Alter, was sind das viele, ey, mein Gott. Oder was? Kollege Tochu. Signal ist zurück. Signal ist weg. Oh Gott, nein. Hier drüben, ich habe einen gefunden, der ist verletzt. Wo seid ihr? So. Schiffsmitte. Das kurz deaktivieren. War hier vorne nicht auch noch so eine Kiste? Ne, hier oben war die, wa? Da oben. Ich krieg das Signal wieder rein. Jetzt sammelt die sich da wieder. Was ist der? Wir verlieren hier die Kontrolle. Was ist der alleine? Kein Signal mehr, könnt ihr überall sein. Ihr könnt hier nichts tun, verteilt euch und findet ihn. Ich seh nach dem Typen, der Batman umgehauen hat. Gute Idee. Signal ist zurück. Oh Leute, warum sind es so viele, Mann? Wo bist du, Mr. Freeze? Zeig dich doch lieber, kleiner Feigling. Kommt der Scheiße nicht schon wieder? Wenn ich diesen Freak in die Finger kriege, soll ich ihn hier fliegen. Dumme Sache, ganz dumm gemacht von mir. Das war richtig dumm. Ist ja nicht so, dass ich das Geschütz vorher angesprochen habe, aber ehrlich gesagt, ohne Scheiß, ich dachte echt, dass diese Konsole, wo man das Schiff bedient, dass das zwischen...
uns wäre, aber gut, es war einfach trotzdem. Trotz allem war das einfach saudumm. So kommst du nicht an Harley Quinn ran. Kannst du vergessen, alles klar. Begrab deine Träume. Ist okay. Schießen kann er auch nicht. Da sind ein paar, da ist einer. Ohne diese Drohne sind wir aufgeschmissen. Was war das? Ey Leute, es kann ein bisschen dauern, wie ihr seht. Genau, Batman, das war geplant, dass du... Dass du dich genau an das Gelände nur ranziehst. Sehr schön. Kommt voran, Leute. Wir kommen voran. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ich gerade so echt ohne Scheiß, ich bin richtig unsicher gerade, dass ich das trotzdem noch versauen werde. Checken wir den Typen, den Batman ausgeschaltet hat. Ich empfange ein Signal. Überall Störgeräusche. Ich versuche es zu orten. Signal ist weg. Den snap ich mir jetzt. So. Okay, Kollege. Jetzt wieder nach oben. Schnell, schnell, schnell. Wir haben immer noch vier Leute plus das Geschütz. So, warte mal, jetzt brauche ich natürlich erstmal das Hacking-Modul. Alleine wie lange ich suche für die Sachen, weißt du? Das ist alleine, das ist schon wieder das Zeichen. So, zwei Stück nur. Jetzt haben wir endlich auch den, jetzt kurz vor Schluss haben wir jetzt endlich den Typen weg, der die ganze Zeit die Leute scannt, ja? Also mich scannt, meine ich. Unfassbar. Der Nacktscanner ist real. Direkt das Abo abschließen, Leute. Hammer Joke mal wieder gerissen. So kennt man mich halt. Ich glaube, man kennt mich auch, dass ich jemand bin, der ganz gerne mal richtig viel Scheiße erzählt. Ja. Ich glaube, da... Ja, doch, das stimmt auch. Du bist der letzte Kollege. Nur so als Tipp. Yes! So. Und jetzt denken wahrscheinlich... Abgeriegelt. Ich muss die Sicherheitskonsole finden. Und jetzt denken wahrscheinlich einige, ja, jetzt hat er zwar alle weggemacht, aber der läuft bestimmt, weil er dumm wie Scheiße ist, in das scheiß Geschütz rein. Schon wieder. Nee. Tue ich nicht. So, okay, Leute. Jetzt müssen wir trotzdem nach unten. Sind hier noch irgendwie Geschütze oder sowas, die mir entgangen sind während des Fightens? Ich glaube nicht. Oder was ist das da vorne? Warte mal. Achso. Ne, wir müssen noch eins runter. Wo denn? Ist hier irgendwie eine Luke offen oder was? Müssen wir nach unten.
Ist hier nicht irgendwie so eine Luke offen, wo dir die Fische reinballern oder so? Oder hier durch die Gitter? Nee, oder? Nee. Das glaube ich nicht. Nee. Hm. Zugangspunkt für Wartungstunnel. Jetzt irre ich hier erstmal ewig durch die Gegend. Wahrscheinlich hat er das gerade gesagt, oder? Wahrscheinlich hat er sogar gerade gesagt, wo wir lang müssen. Nein, 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 was machst du denn, Batman? Runter mit dir. Kleine geile Sau, du. Wahrscheinlich hat er das gerade gesagt, aber weil ich mich auf meinen geilen Spruch abgefeiert habe, habe ich es wieder überhört. Nicht wahr? Ist es so? Es ist wahrscheinlich so. Eingefrorene Leichen. So, na endlich. Jetzt können wir nicht reingehen. Victor. Die wollten meine Hilfe, um dich zu bekämpfen. Ich lehnte ab. Sie nahmen sie mit. Sie haben Nora. Nur wegen dir. Sie wird ohne mich sterben. Sie werden sie mir zurückgeben. Im Tausch gegen Batman. Warnung. Crew-Generator instabil. Wenn du ihnen glaubst, Victor, dann schieß. Finde sie, Batman. Bitte. Werde ich. Bring das Schiff unter Kontrolle. Oh Mann, ey. Oh Mann. Geht's eigentlich jedes Mal um Nora? Jedes Mal wird die entführt oder ist in Gefahr und deswegen macht Mr. Freeze irgendeine Kacke mit uns. Die Energie der Kältekammer ist bald aufgebraucht. Du musst sie zurückbringen. Ich vertraue dir, Batman. Bitte rette sie. Again. Again. Ups. Ja, den Mr. Freeze-Schuss wollte ich schon sagen. Den Freeze-Schuss, den hatte ich aber schon, weil ich ein Profi bin, Alter. Der liegt übrigens, aber das habe ich ja auch schon alles schon gezeigt, der liegt ja bei Dingens in der Kammer da. Alfred, ich habe einen Peilsender, der mich zu Nora führen kann. Er überträgt einen Standort. Vorsichtig, Sir. Die Miliz ist bestimmt darauf bedacht, sie weiterhin als Geisel zu halten. Okay. Natürlich. Du bist es jedenfalls nicht. Wer war die Sacknase? Der hat gar nichts zu sagen hier.